Hallo YouTube, hallo Internet, grüßt euch ihr Lieben da draußen. So, wir machen hier weiter mit Ghost of Tsushima, die Director's Cut Edition auf der PlayStation 5. So, wir haben ja das letzte Mal ein bisschen gezockt, da haben wir es ja genauso gemacht, ne? Wir haben live gestreamt und ja, jetzt sind wir auch wieder im Livestream und während des Livestreams werde ich hergehen und ein bisschen aufnehmen. Die Facecam und so die Follower und so weiter, das ist ausgeblendet, weil das von der Aufnahme her ein bisschen blöd ist, wenn das da drin ist. Ansonsten im Livestream ist es mit drin. So, okay, gut, dann würde ich mal sagen, machen wir weiter, wir fangen mal an ein bisschen. Oh, das ging aber jetzt echt schnell, du leg mir mehr, also das ging richtig flott. Okay, was mich jetzt hier ein bisschen wundert, ich habe in der Steuerung so ein bisschen ein Delay, das gefällt mir jetzt quasi nicht wirklich. Da will ich noch einmal gerade das umsetzen und dann denke ich, wird es gehen. So. Okay, und okay. So, besser? Ja, jetzt ist gut. So, okay, was müssen wir machen? Wir haben, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben hier unten die Leute da, glaube ich, weggeballert. Oder müssen wir da noch rein? Ich glaube, wir müssen da rein, ne? Okay, 50 Meter. Ja, ich glaube, dass wir da rein müssen. So, wie gesagt, die Parts. Ah, da ist die Gidi. Servus, Gidi. So. Und die Vorräte nehmen wir mit. Und das sollte ja gucken, wie das alles so geht. Was ist das denn? Oh, fuck. Ach. Aua. Ja, das ist unfair. Aua. Das ist uncool. Okay, dann haben wir. Oh, da ist ein großer dabei, das gefällt mir gar nicht. Au! Oh. Wie viel Angriff macht er denn? Jetzt haben wir doch. Oh, wie viele sind denn das? Hätte ich da überhaupt runtergemusst? Aua, das hatten wir doch vorher gemacht. Ich habe keine Pfeile mehr, warte mal. Du bist raus. So. So, du machst den immer mit. Es sind doch noch einige da. Au! Hat es mich da jetzt mit erwischt? Nee, ich glaube, ich hätte das von da oben machen müssen. Hi Sandra, grüß dich. Warte mal gerade. Sandra, ich bin gerade ein bisschen hier auf Action. Ich melde mich gleich. Servus, grüß dich, grüß dich. Aua, aua, aua. Aua! Also uncool, was ihr da macht. Bienen. So, ich nehme hier noch ein paar Pfeile mit. So, die Sandra Huhn, liebe Grüße von Adi. Ja, das geht zurück.
Sandra, danke dir. Liebe Grüße zurück na, zum Adi. So, nicht wundern, ich mache hier auch gleichzeitig so ein bisschen ein Let's Play. Also ich nehme auch mit auf. Ne, oder, hallo, hallo, was bist denn du für einer da? Hey, hey, hey! Au, 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 der macht mich tot. Shit, nein! Ach, so eine Kacke, der hat mich weggemacht, ey. Okay, ja, was war denn jetzt? Kommt, oh, die kommen raus, ne? Ja, dann kommt mal raus. Machen wir hier mal Bumsle. So, dann sind die schon mal weg. Kannst du mal gucken, ob man noch einen Kaffee oder so. Hab ich noch? Ja, dann mach doch eine neue. Ist er wenigstens voll und heiß. So, zack. So, da haben wir den hier weg. Nicht schießen, das ist unfair. Sowas machen die Leute hier nicht, ja? Ja. Au! Ja, hoffentlich brennst du jetzt, ja? Lauf ins Feuer, du Trottel. Au! So. Muss jetzt mal wieder ein bisschen gucken, wie ich hier reinkomme. Laufen, rennen und so weiter. Okay. Ach so, wir haben ja auch Wochenende. Ja, genau, an euch da draußen. Ein schönes Wochenende wünsche ich. Wer bist denn du? Hey, lass. Hörst du? Auf damit. So, normal hätte ich auch die Facecam an und so, aber das habe ich aus, weil ich hier auch die Let's Plays für YouTube mit gerade aufnehme. Das heißt, ich bin live und nehme gleichzeitig auf und das ein bisschen zu trennen ist nicht, kriege ich nicht so geregelt. Nee, hör doch mal auf mich zu schießen, das sagt er. Bam, das war ein Heady. Das war in Korb. Haben wir es jetzt bald? Ich bin ein Samurai. Ja, ich muss da rein. Ach, da oben sind noch welche, auf den Dächern. Ja, ja, komm, lass das. So, du brennst, Sack. Die rufen, die machen Alarmscheiße hier, gell? Ja, da hockt doch schon einer. In der Ecke drin. Hallo. Na? Was denn? Zack, auch weg. Hier, die immer da oben da runterholen. Die sind scheiße. Hm. Hey, 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 hey. Moment, ey, da kommt ein großer. Hallo, hallo, hallo. Nicht schießen und große Leute. Das ist Betrug. Hilfe. Warte. Au, das ist krank. Das ist böse, was der da macht. Au. Jetzt. Tot. Jawohl, jetzt habe ich dich, du Sack. Ah, wir essen jetzt. So, Abend. Schönen Abend euch. Ja, guten Hunger, Sandra. Schön, dass du da warst. Schön, dass du reingeguckt hast. Vielen, vielen Dank. Lasst es euch gut schmecken. Ja. Achso, ja, und, ich weiß nicht, so, wenn es dich interessiert, so ein paar Videos sind gemacht, werden morgen hochgeladen von The Last of Us. Zweiter Teil. Ah, wer schießt denn hier? Hinter dir ist einer mit der Stange. Okay, so, die Schammer, du Sack, das war eine helle Barde oder sowas, ne? Aua! Haben wir es jetzt? So wie es aussieht, haben wir den Krempel hier aufgeräumt, ne? So, dann suchen wir mal die Vorräte. Und dann gucken wir mal, wir haben ja hier eine Verbesserung verfügbar. Okay, Tracht des Reisenden. Da können wir jetzt die Tracht des Reisenden verbessern. Gucken wir da mal rein. Ich sammle erstmal hier den ganzen Loot, der noch hier rumliegt. Und dann gucken wir mal, ob wir von dem Typen hier
seine Schülerin finden. Die Tomoe oder so heißt die. Hm. Okay. Ja. Also das würde ich jetzt hier nicht mit aufnehmen, dann würde ich auch die Facecam anlassen. Aber das, ich weiß nicht, das passt da irgendwie nicht rein, keine Ahnung. Bin mir da auch sehr unsicher. Ja, da haben wir noch ein bisschen was. Das nehmen wir mit. Und okay. Können wir hier rein? Ja klar, können wir da rein. So, habt ihr hier? Ja, guck mal hier, Vorräte. Was haben wir hier noch? Da ist auch noch was. So, ja, und wie gesagt, falls es euch interessiert, gespielt wird das Ganze auf der PlayStation 5. In der Version PlayStation 5 ja, ist leider ein Exklusivtitel nur für Sony. Also von Sony für Sony. Ja, gibt es leider nirgendwo. Und der Schüler Ninja ist auch da. Ninja, grüß dich. Dir ein schönes Wochenende und schönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Hast du die Dinge bekommen? Die Meldung? Okay, wir sollen das Fort durchsuchen. Wie mache ich denn das? Hier, ne? Oh, da liegt ja auch noch Vorräte. Das nehmen wir alles mit, das brauchen wir. Das sind japanische Pfeile. Bau dem Typ da drüben nicht. Seid ihr sicher? Diese Kerbe aus Hirschgewand. So, es ist tatsächlich so, dass die YouTube-App standardgemäß keine Benachrichtigung sendet. Ihr die Waffen ab. Die Schüsse sind eng beieinander. Kein Mongole schießt japanische Pfeile so geschickt. Das kann schon möglich sein, dass das absichtlich so ist. Jetzt stell dir mal vor, du hast dein Handy an. Und bist vielleicht auf irgendeine Versicherungsvertretung oder so irgendwas, ja, wo es halt sehr wichtig ist und dann klingelt dein Handy da ständig, weil da irgendwas mit YouTube. Das kann schon sein, dass das standardgemäß extra so gemacht ist, dass wenn du irgendwo in einer Besprechung bist oder so, dass du da keine Probleme kriegst. Weißt du, was ich meine? Also ich denke, das passt schon. Ich denke, das passt schon so. Aber wenn du sagst, okay, du hast das von dir aus wieder aktiviert, dann ist das doch in Ordnung. Ja, ich war die ganze Zeit im Überlegen, was ich machen soll. Soll ich streamen? Soll ich nicht streamen? Soll ich ein bisschen LKW fahren? Wenn ich LKW fahre, auf YouTube, auf Twitch? Es ist, also im Moment, ich weiß nicht wirklich, wo gerade bei mir der Segen hängt. Eine Schriftrolle. Bogenkunstbegriffe ins Mongolische übersetzt. Euer Name wird erwähnt. Sie hat meinen Weg des Bogens gelehrt. Hm. Vielleicht wurde sie aber auch erpresst. Daran schon mal gedacht. Dass sie erpresst wird, um denen den Weg des Bogens zu lernen. Na, da guckst du. Jetzt geht der wieder rein. Und sowas nennt sich ein Samurai. Okay. Ah ja. Gut. So, da haben wir noch ein paar Vorräte und der Kimono von dieser, ne? Jemandes Privatquartier. Ein Frauenkimono. Aha, Kimono. Ich wusste es. Sie haben sie freigelassen. Wieso? Ich glaube das nicht, dass die... Ich glaube nicht. Ein Überlebender. Dass ein Sympathisant ist von den Mongolen, glaube ich nicht. Diese Tomoe. So, wo müssen wir denn hin? Warte mal. Ah, Servus, was ist mit dir passiert? Gut, ja. So kalt. Ja, wenn du am Boden rumkriechst, ist es normal, dass du kalt ist. Einer Schützin. Die Mongolen. Nur noch ein paar Monate bis Diablo. Ein paar Monate. Das hört sich so gut an. Ein paar. Ja, dauert ja nicht mehr lang. Das ist trotzdem eine lange Zeit. Und die anderen. Ja. Die Drohne von vorhin. Sie demonstrierte dem Feind ihr Können. Und er hat sie rekrutiert. Bitte. Es tut so weh. Lasst mich nicht zurück. Ich habe genug. Vier. Gehen wir. Remake. Alan Wake 2 und
spiele ja. Resi 4? Warte mal, was war denn der vierte Teil? Ach klar. Naja, ist okay, das mit dem komischen Dorf, wo es keine Zombies mehr sind, das sind so Infizierte. Naja. So. Naja, gut, ist eine Geschmackssache, also. Hm? Tomoe hat ihre Freiheit erkämpft. Ja. Und hilft jetzt den Mongolen. Wieso tut sie das? Was ist passiert? Ich habe sie zu sehr gedrängt. Wie gedrängt? Was verheimlicht ihr? Ja? Sensei! Echo, ich verlange eine Antwort. Ja, genau. Sie griff mich an. Los, sag, sonst kriegst du Ohrfeige. Nicht die Banditen. Tomoe. Wieso? Sie begreift nicht, was es heißt, Samurai zu sein. Euretwegen wählte sie die Mongolen. Verurteilt mich nicht. Lügt mich nicht an. Ich darf Tomoe, den Feind, nicht meinen Weg des Bogens leeren lassen. Dann halten wir sie auf. Das ist mein Kampf. Ich brauche eure Waffen nicht. Nein, ihr braucht. Das ist ganz schön eingebildet, hä? Du Samurai-Typ. Siege erringen. Nicht Waffen. So, ja, wie gesagt, also ich nehme nebenbei auf für YouTube. Also hier für Parts. Wir jagen Tomoe gemeinsam. Gehen um die 40, 45 Minuten. Und wenn die Zeit kommt. Und wenn der Part vorbei ist, könnt ihr ruhig noch drin bleiben im Stream, weil. Ja, mein Wort, sagt Kai. Der Stream läuft weiter, ne? Also. Wenn ihr so weit seid, kommt zum Dojo. Allein retten wir meinen Onkel nicht. Es müssen sich uns noch mehr anschließen. Findet Fürstin Masako Adachi. Falls sie noch lebt. Sie gehört zu den besten Kriegern der Insel. Okay, mal gucken, vielleicht machen wir auch nur ein Part und spielst du am Monitor? Ja, ich spiele am Monitor. Also über den PC, ich sehe alles am Monitor am PC. Also ich capture das Spiel, ne, wenn du das so willst. Also die ganze PlayStation, die läuft praktisch über eine Capture-Karte. Eine externe, obwohl ich eine interne will. Hängt am PC, es wird auf dem PC aufgenommen, am PC gestreamt. Mongolen sind überall. Und alles läuft über einen Monitor, genau. Umzingeln sie mich wie Wölfe. Ich brauche neue Wege, sie mir vom Leib zu halten. So, was haben wir denn jetzt? Ach, hier kriegen wir was. Diese Kunai. Neue Geist, also freigeschaltet. Ja, habe ich die jetzt, oder? Eine ausbalancierte Klinge kann ich werfen und einen Gegner überrumpeln und erledigen. Ja, aber ich will meinen Punkt. Hat er das jetzt automatisch da schon gemacht, oder was? Die Kunai ist ausgewählt, das will ich jetzt eigentlich nicht. So, was war denn hier? Es hat doch gewesen, ich konnte verbessern. Was bringt mir die Verbesserung? Bei diesem Lumpen da. Spüre Artefakte mit dem... Ist okay, Reise... Des Krieges auf der Karte... Was? Reisen lichtet Nebel... Ach, das ist gut, und 20% mehr. Das ist okay, das können wir nehmen. Das kostet 250 Vorräte. Nö, mir wartet da noch ein bisschen. Und was macht er noch? Der Kontrolle? Naja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das brauche ich jetzt nicht. Das geht auch ohne. So. Okay, ja, hörst du mal auf zu stumpen? Das Pferd stumpft nicht. Was soll das? Hör mal auf da. So. Gut, dann sind wir hier fertig. Was haben wir denn jetzt so als nächstes auf der Karte stehen? Ah ja, das Hammer. Okay. Okay, das wäre jetzt Dojo. Müssen wir wieder zu diesem Dojo von dem Typen da? Oder können wir was anderes machen? Ich glaube, dass wir erstmal zu dem Dojo von dem gehen. Wir tun aber nicht schnell reisen. Unentdeckter Ort. Wieso habe ich denn da einen unentdeckten Ort? Ja, komm, wir gehen nochmal zu dem Kasper da. Ach, warte mal, wir haben schlechtes Wetter. Wenn ich jetzt ein bisschen Flöte spiele, dann wird das Wetter wieder schöner. Passt auf. Na komm. Ja,
guck mal. Guck mal. Die Götter hören mir zu. Nicht so wie ihr, die Götter hören mir zu. So. Okay, so. Legion haben wir gedrillert und jetzt müssen wir in 300 Meter diese Richtung. Naja, wer es halt nicht weiß, der Wind weist einem den Weg. Was ist denn das hier? Können wir hier... Warte mal, was ist denn hier los? Was ist denn das? Machen wir die Karte auf. Ist das hier ein Dörfland? Waren wir hier schon? Weiß nicht, ob wir hier schon waren. Da könnten wir vielleicht auch ein bisschen Loot rausholen. Ne? Könnte man machen. So. Ninja, bist du in Discord später? Ja, mal gucken, ob wir hier so ein bisschen Blut rausholen. So, der Diablo, glaube ich, der wollte sich auch nochmal melden. Mal gucken, ob er kommt. Und... Okay. Ja, komm, wir holen hier den. Wir nehmen den Loot hier noch mit, was wir hier so mitnehmen können. Nehmen wir mit. Mal gucken, vielleicht fahre ich dann noch ein bisschen LKW auf Twitch oder so, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall tun wir jetzt erstmal hier ein bisschen aufnehmen. Ich denke mal so zwei Parts werden wir machen. Wir haben ja eh Wochenende. Und ja. Mal gucken. So. Linia nochmal, bist du später in Discord? Shigenoris Himmelsschlag, mein Herr? Diese Technik ist nur ein Mythos. Der Musikant Yamato aus dem Mythos ist echt. Überrascht mich nicht. Seine Geschichten werden mit Begeisterung erzählt. Ich hörte an Komatsus Schmiede davon. Wenn er so mächtig ist, wie man behauptet, begegnet ihr dieser Technik hoffentlich nie im Kampf. Ich sitze fest. Warte. Okay. Ja. Überrascht mich nicht. Okay, kleiner Moment. Sie werden geht gleich weiter. Müssen. Jeden Einzelnen. Ja. Denke nicht. Okay, alles klar. Okay. Okay, gut. Das war jetzt auch wieder ein Hinweis für eine Quest, ne? Gut, egal. Ich nehme jetzt erstmal hier mit, was geht. Okay, gut. Dann gehen wir nochmal zu dem Dojo von dem Typ da. Das war hier oben irgendwo. Ja. War das nicht der gelbe Vogel eben, dem wir folgen können? Ein ja klar. Goldener Vogel. Ja, ja. Das heißt, sie kennen jedes Geheimnis dieser Insel. Woher ja. Er wohl fliegt. Ja, und dem... Ja, hallo, Vogel. Warte. Ja, ich bin dir auf den Fersen. Warte. Oh Gott. Der ist hier runter jetzt, ne? Shit. Ich komme ja, warte. Was willst du denn? Warum dachten die, ich soll mitkommen? Was gibt's denn? Was will er mir denn zeigen? Guck mal, hier oben liegt Bambus, gell? Ja, klar. Sehr schön. So, und wo geht's hin? Wo bringst du mich hin? Ist er schon wieder da? Ist das? Ah, das ist das. Wir sind doch schon am Dojo. Und wo ist jetzt der... Ja, wo bist du denn? Da.
Ich bin doch schon da, Vogel. Jetzt ist er schon wieder weg. Vogel! Da. Sakai! Ja, gleich. Ach, hier, der will mir das Stirnband da, gell? Ja, ja, ist okay. Sammeln. Aozora Stirnband, okay. Zuversicht im Angesicht von Widrigkeiten entspricht dem Geist eines Samurai. Mhm. Naja, gut, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir haben ja eins an. Okay. Mal gucken, wenn ich später hier das Lenkrad hinstelle und so, kommst du nochmal in Stream oder eher auch nicht? Das ist nur eine Frage allgemein. So, haben wir hier irgendwas zum Bluten? Nee, haben wir auch nicht. Okay, so, dann reden wir mal mit dem. Also er muss mit seiner Schülerin irgendeinen Scheiß gemacht haben, dass die irgendwie mit diesen... Ja, doch ob ihr schon bereit für sie seid? Ihr tut, als sei sie Mongolen irgendwie im Bunde ist. Tomoe ist furchtlos. Sie ist kein Samurai, aber eine geborene Mörderin. Die Art kenne ich. Nein, tut ihr nicht. Mhm. Der Sensei und die Schülerin. Bestimmt, wenn ich liefer. Stimmt, ja, habe ich gesehen, du bist am Dirt Rally düsen, ne? Ja, dann viel Spaß und Glück, ne? Gut. Ja, wie gesagt, würde mich halt freuen, wenn ein paar Leute da sind. Wenn Tomoe wahrhaft furchtlos ist, wäre sie eine gute Verbindung. Dann ist es nicht ganz so mühsam. Na, du kennst es. Meistern euren Weg des Bogens nicht. Okay. Sie schließt sich uns nicht an. Ja, warum ist sie weggelaufen? Warum ist sie übergelaufen? Ich riskierte es, all mein Wissen mit ihr zu teilen. Als sie mich hinterging, bestrafte ich sie. Das war gewiss hart. Ihr wisst, was sie den Gefangenen in Fort Nakayama antat. Das war kein Fehler. Das war ihre Absicht. Und das hat sie nicht zum ersten Mal getan. Oh, wir wissen nicht, was sie schuld hat. Wie konnte man... Ach hier, nee. Das... Konnte man die Haltung? Die Haltung? Aha, jetzt habe ich die Dinger geschmissen. Nein! Das will ich auch nicht. Wie konnte man die Haltung wechseln? Hm. Okay, warte mal. Gerade Aufzeichnungen. Das sind hier diese Quests-Dinger da. Mystische Geschichten. Okay. Das wäre so das erste. Der Himmelschlag. Ich glaube, der war ganz gut. Kleine Momente, Kleidung, Waffen, Technik, genau. Ich glaube, hier mussten wir hin. Hier. Ach, den da brauchen wir noch zu freischalten. Weitere Mongolen-Anführer töten. Okay, dann erst können wir das irgendwie lernen. Hab ja jetzt auch wieder geilen Sound. Ach, stimmt. Hast du so ein Ding jetzt bekommen? So ein Receiver? So ein Sound-Receiver, sag ich jetzt mal. Dann, klar, mach, tu. So, warte mal. Ich will gerade noch mal... Okay, nochmal. Du hast. Okay, was schreibst du? Ja, zu Weihnachten. eBay, okay, Kleinanzeige. Ah, okay. Das war der für 90 Euro. Ja, hattest du mir schon mal gesagt, ne?
Von überall und nirgends. Das okay, das ist okay, ja. Ja, stimmt, ne? Hast du ja was gesagt, dass du so ein Ding da irgendwie für 90 Öcken ergattern kannst. Moment, so. Okay, gut. Dann folgen wir dem Typ hier mal. So, noch eine Viertelstunde, dann ist der Part auch durch. Und dann mal gucken, ob wir noch was machen. Was, wie, wo, war, wer, wer? Moment. Was haben wir da hier? Hab ich, besuchen wir mal, sehen wir. Okay. Okay, so, gut. Alles klar. Was war noch? Hier. Mhm. Ja gut, so. Genau, da gehen wir dem jetzt mal da hinterher. Gibt's ja nicht. Dem seine Schülerin. Was habe ich da damit zu tun? Muss ich jetzt da hoch, oder was? Ihr müsst dort hinaufklettern. Schafft ihr es da hoch, Sensei? Er sagt gar nichts. Ja, gut, okay, dann. Worauf wartet ihr noch? Ich bin unterwegs. Braucht ihr Hilfe, Sensei? Also, der ist gar nicht mitgelaufen. Ja, ist klar. Nicht schlecht, Sakai. So, die Bogen, die Pfeile nehmen wir mit. Ihr meintet, man könne nur hochklettern. Nein, ich sagte, ihr müsst klettern. Ist eine gute Übung. Mhm. Pfeile, mongolische und japanische. Falls sie hier waren, sind sie längst weg. Vielleicht finden wir ihre Spur bei der Zielscheibe. Hier ist kein Ziel. Bei diesem Wachturm. Nicht schlecht, Sensei. Findet raus, wo sie hin sind. Mhm, okay. Dann wollen wir mal. Bewegung, Sakai. Ich bin doch dran, ey. Was ein Stresser, der alte Sack, ne? Nur weil es ein Sensei ist, ja, muss man sich hier rumschubsen lassen. Ich glaube, du spinnst. War doch hier, ne? Ja. Wie viele Mongolen bildet Tomi? Was ist schon wieder ein Vogel hier da? Jetzt musst du mal warten, Vogel. Ein abgetrennter Kopf. Ihre Zielscheibe. Sensei! Mongol. Oh Gott. Ja, ach, da ist so ein Schildtypi dabei. Aua, au, 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 nein, ich will nicht sterben. Hilfe! Der sticht, oder? Ja, klar. Ah, oh, shit. Okay, nochmal. Da kommt noch ein Hund. So, was? Achso, ja. Aua! Sensei, ich bräuchte Hilfe. Ja, sorry, geht nur so. Ja, 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 ja. Abgestochen habe ich ihn. Abgestochen, du Sack. So, hier, komm. Ich werde schon sauber machen. Ab dafür. Gute Arbeit, Sakai. Ja, danke, schön, dass du geholfen hast. Ich durfte alles alleine machen. Schont ihr den Bogenarm, Sensei? Sensei. Schonst du den Bogenarm, Sensei, sagt er. Okay.
Ihr wusstet, dass die Mongolen noch hier sind. Heiz- ja. Und ihr habt nichts gesagt. Okay. Ein paar Mongolen überfordern euch. Und ihr wollt es mit Tomoe aufnehmen. Das ist ein Krieg, kein Test. Und wie viele Kriege habt ihr gekämpft? Oh ja, dann viel Glück, Ninja, ne? Viel Glück, dass alles läuft. Ich teste euch, wie es mir beliebt. Kein Wunder, dass Tomoe euch angriff. Gemeldet und das Wort in den Mund Oh, auch nicht schlecht. Nun gut. Auch nicht schlecht, ja, dann. Dann kann ja das Jahr 23 für dich erfolgreich werden, ne? Ja, die Frau, ach ja Gott, ne? Ein bisschen suchen und mein, wenn das mit dem Suchen nicht funktioniert, wie sie halt so sind, die Frauen, ein bisschen mit Geld wedeln oder mit einem schönen Auto und dann klappt das. Viele Spuren, aber die hast du halt nicht lange, ne? Männer, vielleicht mehr. Folgt der Spur. So, gut, jetzt müssen wir erstmal gucken. Hier gab es doch irgendwo ein Vögelchen. Ich will nicht sagen, dass alle Frauen so sind, aber sind wir mal ehrlich. Das ist doch zum größten Teil so. So, aber hier gab es doch ein Vögelchen, das hat gemacht piep, 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 piep. Und das ist weg. Na gut. Okay, dann gucken wir mal. Wir folgen mal der Spur. Wenn wir sie fassen, wartet nicht auf mich. Greift an und zieht weiter. Sonst seid ihr oh, tot. Oh ja. Wollt ihr diesmal euren Bogen benutzen? Das kann ich nur bestätigen. Also 21 auf 22 und 22. War für mich auch so Drecksjahre, sag ich mal. Aber obwohl, man ist ja irgendwo auch sich selbst sein Glückes Schmied, ne? Aber gut, Herr Gott, ich meine, wenn du es gewöhnt bist, dann macht es eigentlich nichts, ne? Dann komm mal was wolle und wenn es Asche regnet, ist es auch egal. Na, du musst es nur gewohnt sein, das passt. Ah ja, wir lassen uns mal überraschen. So. Boah, sorry, ich muss ein bisschen husten, ey. Kurzen Moment. Aha, was haben wir hier? Hier wurde abgeschlachtet. Okay. Ah, da unten sind Mongolen, ich hab sie gesehen. Seht euch das an. Sie üben, was Tomoe sie gelehrt hat. Ja, an Zivilisten, ne? Entschuldigen. Und bei Kaufland kaufe ich auch, ja. Ja. Okay, mal gucken. Den. Hallo, bleib. Oh. Na, was? Geiselrennen. Die Mongolen haben Geiseln genommen. Wenn die Gegner dich entdecken, fangen sie an, ihre. Ah. Okay, ich darf also nicht entdeckt werden. Sonst töten die Geiseln. Ne? Das wäre dann. Nicht so gut. Ah, guck mal, wer da ist. Hallo. Servus. Ach nein! Aua. Lass sie in Ruhe. Nein! Scheiße, da hat die Kehle aufgeschnitten. So ein Sack. Okay, nochmal. Das war jetzt echt blöd. Ich dachte, dass der das gar nicht mitkriegt. Aber hat er wohl. Ach, nee, ich muss den erst da oben wegmachen. Ist doch kacke. Geh weg. Ah, die lynchen die Geißel. Aber. Nein! Der krabbelt da unten durch! Aua! Ich kann nicht.
Ja, warte, warte, dir passiert schon nichts. Ich werde es versuchen. Ja, auch mit einem Bogen rumgeschieße da. So, das war er. Das war er. Jetzt brauchen wir nur noch einen von denen. Und dann können wir hier die Wasserhaltung, also diese Kampfhaltung erlernen. Und dann sind wir gegen die Bogen, hier die Schildträger ein bisschen geschützter. Okay, ah, und der ETS ist auch der ETS, grüß dich. Du, ich habe eventuell vor, nur für dich, wenn du möchtest. Ich habe, oh, warte mal, den müssen wir umbringen hier noch. Hier, komm her. Ja. Ich habe vor, später mein Lenkrad hinzustellen und will ein bisschen Truckers MP fahren. Wenn du Bock hast, kannst du dich gerne anschließen. Ist nun mal so jetzt am Rande erwähnt. Hat der noch was? Ne, der hat auch nichts mehr. So, jetzt sind wir erstmal hier das Mädel da befreien. Oder was auch immer wir hier gerettet haben. Helft mir! Ja, jetzt wartet doch mal. War da ein alter Samurai Iskandetsu? Ich konnte es nicht glauben. Sie gab ihnen Befehle. Was hat sie gesagt? Etwas über den Sensei. Und die heißen Quellen. Mehr habe ich nicht gehört. Verzeiht mir. Okay, so. Die heißen Quellen, bla bla bla. Okay, so, was machen wir denn? Das haben wir gemacht, die Latschen. Hast du noch was für mich? Kunai sind voll, okay. Dann gehen wir mal in die Butze. Haben wir hier noch was? Ne, sieht ziemlich leer aus, die Hütte. Okay. Banzai. Ach, jetzt müssen wir mit dem Typen da wieder reden, ja, ja. Der so, der immer so kräftig mithilft, weißt du? Ich lehrte ein Monster, wie man jagt. Sie hörten, wie Tomoe den Mongolen Befehle gab. Sie erwähnte das Hiyoshi-Heilbad. Sie fängt gerade erst an. Sakai, eure Art zu kämpfen ist nicht der Stil eures Onkels und nicht meiner. Wir hatten noch nie einen Feind gewesen. Ich tue, was ich muss. Und ich denke mal, Samurai ist ein Wächter. Streamen werde ich aber dann auf Twitch. Ne? Also hier dieses ETS. Ich werde ein bisschen auf Twitch streamen. Ich weiß, es war brutal. Aber genau. Ich trainiere nicht noch ein Monster. Und ich mal weiß, gucken, ich will meine Weihnachtsaufträge noch fahren. Ja, da ist noch ein bisschen was offen. Würde ich schon ganz gerne noch fertig machen. Muss ich mich vorbereiten. Und ihr auch. Ich sehe euch in meinem Dojo. Okay, so, dann haben wir das hier auch gemacht. Das mit dem Typen, das ist echt ein bisschen kacke. Da. Bei dem müssen wir ein paar Mal rumrennen. Dass wir da zum Stich kommen. Gut, dann möchte ich jetzt noch nicht investieren, den Punkt. Talisman der Effizienz, Talisman des Fernkampfes. Wir haben doch Talisman-Plätze, die können wir doch. Und zweimal Seide haben wir dazu gekriegt. Den können wir doch ausrüsten, diesen Talisman. Was ist denn das hier? Ja, ist doch gut. So, hier der Himmelschlag. Aktive Geschichten. Da lernst du einen richtig guten Hieb mit dem Katana. Ja. Und hier. Blut im Gras. Reise zur Küste beim Kishi Grasland, warum? Eine Ronin-Kleidung würden wir da kriegen. Ah, schauen wir mal. RPG Only. Guten Abend, mein Bester. Grüß dich, servus. Nur nochmal für alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Ich nehme auch hier gleichzeitig die Parts auf für YouTube. Ne? Also die Let's Play Parts. Wenn ich dann eine Abmoderation mache, heißt das nicht, dass der Stream beendet ist. Ne? Also der Stream läuft noch weiter. Ne? Nur, dass ihr da Bescheid wisst. So, was wollte ich machen? Ich wollte hier den Talisman mit Rind klabustern. Da haben wir nichts mehr. Das ist gut. Kleidung.
Aber warum Kleidung? Naja, gut, das. Hey, wieso ist das im. Ach, hier, wir sind im Stirnband. Stimmt, wir haben ja ein Stirnband gefunden. Der ist mir zu blau. Das will ich nicht. Bäh. Ich will meinen Strohhut haben. Ja, ich finde den Strohhut, finde ich gut. So, Bogen haben wir jetzt auch. Sammlungen, na gut, da brauchen wir jetzt nicht wirklich zu gucken. So. Jetzt gucken wir gerade nochmal, wo die Reise uns hinführen würde. Schon wieder hier runter. Soll ich wieder in sein Dojo? Junge, das ist ein Hin und Her mit dem Typ, ne? Komm in mein Dojo, komm, wir gehen aus dem Dojo. Ach komm, wir gehen nochmal ins Dojo. Du hast's bald. Jetzt geh ich erstmal hier hin. So. Jetzt nehmen wir, wie heißt der Gaul hier? Nobu? Ah, du große. Der Herr auch den schwer zu schlagen. Das ist nicht gut, wenn du das machst. Der ist tot, da können wir nichts mehr machen. Wie heißt das Ding? Nobu, glaube ich, heißt es. So, was sagt der Wind? Diese Richtung, okay. So, schade, dass es jetzt in dem Spiel dunkel ist. Das sehen wir so wenig. Das nehmen wir noch mit. Leine nehmen wir mit. Ja, komm, jetzt beschwer dich nicht. Du bist ein Samurai-Pferd, du kannst es. Oh. Was ist denn da los? Herausforderung, machen wir. Komm ran. So, da, da. Jo, jetzt hau ich dich weg, du. Komm her, ab. Zack, weg ist er. Und, hast du Angst? Jetzt reicht's mir aber. Ja, dann komm her. Ihr seid Wegelagerer, ne? Ihr seid Banditen. Willst du auf da damit? In deiner Deckung, sonst hier, ich sag dir, zack. So, au. Ja, ist ja mit dem Kunai, ne? Das töten wir Messer. Der ist ja schon wieder der komische Vogel. Ja, Moment, hier auf der. Die haben doch hier geplündert, die Säcke. Die haben doch hier Zivilisten umgebracht. Also die Vorräte wollen. So. So, da gucken wir mal, was der Vogel mir noch so Schönes gibt. Und ich sehe gerade, wir sind für den Part. Ein bisschen über Monty. Grüß dich, Monty. Servus. Ach so, ja. Und euch allen noch ein schönes Wochenende. Ich hab's total verpeilt und vergessen. Muss ich hier hoch? Servus. Was macht ihr hier drin? Will das der Vogel ist hier? Also ich kann mir nicht vorstellen. Ja, servus. Aha, ein Mann, zwei Frauen in einer einsamen Hütte. Ach, das Heilbad da unten will er mir zeigen. Das Vögelchen. Ja, ist okay. Aber wir gucken, dass da was da oben ist. Gucken wir mal da oben. Kriegen wir noch eine Information. Ja, jetzt hüpft doch mal runter, ja. Jetzt geht's so. Da kriegen wir, glaube ich, noch eine Information. Servusle, was gibt's? Fürst Sakai, ihr müsst etwas tun. In der Kiyisake-Brauerei in Asamo. Die Brauerei ist der Stolz von Tsushima. Ich weiß noch, wie ich ja, das... Achso, ja, danke für die Likes, ne? Es gibt bald keinen so, mehr. So, ich beende jetzt hier diesen Part. Also der Livestream läuft weiter, ne? Es ist dann halt noch nicht fertig. So, ihr lieben Zuschauer, wartet. Hier, das müssen wir noch mitnehmen. Gibt's hier noch irgendwas für den guten Sakai? Okay, so. Okay, lieben Zuschauer, dann sag ich mal danke fürs Reinschauen, danke für den Part. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen da oder auch einen Kommentar, würde mich freuen. Und was für euch sowieso kostenlos ist, ein Abo. Ne? Also, bis dahin, wir sehen uns. Adele.